Wolfsburg. Ja. So, das ist der unparteiische Tobias Welz mit seinen Assistenten. Ja. Und die Mannschaften wechseln die Seiten nochmal und nehmen dann Aufstellung um Junior Malonda zu gedenken, aber nicht mit einer Schweigeminute. Da haben die Wolfsburger auch lange drüber nachgedacht. Wir wollen das nicht so drückend machen und auch die Mannschaft nicht dort noch zu sehr sozusagen belasten. Sie haben genug damit zu tun und es eher fröhlich gestalten. Das ist der Versuch. Und nun spricht der Stadionsprecher dazu. Der tragische Tod von Junior Malonda hat uns alle tief getroffen. Gemeinsam sind wir die schwere Trauerarbeit angegangen und gemeinsam werden wir Junior immer ein ehrendes Andenken bewahren. Und gemeinsam haben wir uns entschieden, heute nicht in Stille zu gedenken, sondern farbenfroh, leidenschaftlich und lautstark, mit der positiven Energie, die Junior eigen war. Dieser Moment und dieser Beifall gleich sind für Junior Malonda für immer in unseren Herzen. Vielen Dank. Ein absolut beeindruckender Augenblick und eine ja fast gespenstische Szene. Die Spieler der Wolfsburger, ganz sicher der ein oder andere auch mit Tränen in den Augen.